Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon vor 20 Jahren hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion einen Bericht über Religionsfreiheit und über Verfolgung von religiösen Minderheiten hier im Deutschen Bundestag debattiert. Es war unter der Regierung Schröder, und die Regierung Schröder hatte damals keine Veranlassung, feststellen zu lassen, dass es nennenswerte Verfolgung vor allem von Christen in der ganzen Welt gibt. Heute diskutieren wir erneut einen Bericht der Bundesregierung. Es ist aufgrund eines Antrags hier aus diesem Parlament dieser Bericht entstanden. Und zunächst einmal muss man sagen, dass wir dafür dankbar sind, dass die Bundesregierung diesen Bericht verfasst hat und wir heute die Möglichkeit haben, über dieses Thema des wohl wichtigsten Menschenrechts überhaupt, das Recht auf Religionsfreiheit, miteinander zu diskutieren. Es wird in diesem Bericht an mehreren Beispielsfällen der Frage nachgegangen, was sind die typischen Verfolgungsmuster, wobei Verfolgung auch in diesem Bericht klarstellt, dass es unterschiedliche Formen, Grade gibt. Da gibt es einmal die Ausgrenzung, da gibt es das andere Mal aber auch schwere Strafen für Vergehen gegen die Vorgaben eines Staates, dass nur bestimmte Religionen zugelassen werden. Ein besonderes Kapitel widmet dieser Bericht einem Thema, das zunehmend Anlass für Unterdrückung, Verfolgung ist, nämlich die Frage der Konversion. Im Artikel 18 der Menschenrechtscharta der UNO steht nämlich nicht nur expressis verbis drin, dass jeder das Recht hat, seine Religion frei und öffentlich zu leben, sondern dort steht auch drin, dass jeder das Recht hat, weil dies zur Religionsfreiheit gehört, seine Religion zu wechseln und auch nichts zu glauben. Und es gibt eine ganze Reihe von Staaten, vor allem islamischen Staaten und dort, wo Muslime eine Mehrheit darstellen, wo der Wechsel vor allem aus der islamischen Religion mit Strafen bedroht wird und streckenweise mit harten Strafen. Und selbst dort, wo es in der Verfassung dieser Länder die Religionsfreiheit als garantiert beschrieben wird, gibt es dann in den nachfolgenden Gesetzen, Strafgesetzbüchern, harte Sanktionen. Immer wieder natürlich auch mit dem Hinweis, dass der Wechsel dann bestraft wird, wenn er entsprechend öffentliches Aufsehen erregt hat. Aber wer entscheidet darüber, was öffentliches Aufsehen bedeutet? Wenn jemand die Religion wechselt und dies in einem kleinen Dorf bekannt wird, kann dies natürlich zu Aufsehen führen, weil diejenigen, die aus der Religion man ausgetreten ist, dies auch entsprechend publik machen. Diesem Punkt wird eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Allerdings macht der Bericht ein gewisses Problem für uns, die sich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema befassen. Es wird nämlich vom klassischen Muster der sogenannten Länderberichte abgewichen. Jetzt kann man sagen, ja gut, man kann ja ein neues Darstellungsverfahren wählen. Aber warum gerade hier und beispielsweise nicht in dem Bericht zur Menschenrechtslage, der auch immer vorgelegt wird, wo nach Länderkategorien oder zumindest nach regionalen Kategorien Beschreibungen erfolgen? Das führt dazu, dass man intensiv nachschauen muss, wo sind unter welchen Kapiteln Länder aufgeführt, und dann zusammentragen muss, was die Bundesregierung meint, wie schlimm oder wie tragisch oder wie auffällig die Verfolgungssituationen sind. Und dies führt dann dazu, dass sicher
aus Versehen das ein oder andere auch vergessen wird. Ein Beispiel. Alle, die sich mit diesem Thema intensiv befassen, wissen, dass es vor allem Pakistan ist, das mit seinen Blasphemiegesetzen eine besondere Sanktion im Bereich der Religionsfreiheit in Anführungsstrichen ausübt. Schaue ich nun in diesem Bericht an den verschiedenen Stellen, wo Pakistan aufgeführt wird, steht dort, dass in Pakistan vor allem muslimische Minderheiten verfolgt werden. Es steht kein einziges Wort darüber, dass in Pakistan Christen verfolgt werden. Und dies muss ich der Bundesregierung schon sagen, und dies unter dem Gesichtspunkt, dass wir alle seit Jahren, auch hier in diesem Haus, mit großer Sorge das Schicksal von Asian Bibi verfolgen, die noch immer im Gefängnis sitzt mit ihren 5 Kindern, wo noch immer das letzte Urteil nicht gesprochen ist, wo wir immer noch dafür bangen müssen, dass sie nicht den Tod in den ganz konkreten Situationen erlebt, dass da in dem Bericht von Pakistan das Thema Christen und Asian Bibi damit nicht erwähnt wird, ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben in diesem Bericht auch neue Begrifflichkeiten, die im Menschenrechtsbericht nicht auftauchen. Antimuslimischer Rassismus. Zur gleichen Zeit wird aber die sogenannte Christianophobie, die im Menschenrechtsbericht noch ausdrücklich benannt wird, im Bericht gar nicht mehr aufgeführt. Der Hinweis auf antimuslimischen Rassismus ist außerordentlich schwierig. Man hätte zumindest erwarten müssen, wenn man diesen Begriff einführt, dass die Diskussion über diesen Begriff, die sehr intensiv läuft, ob man so etwas überhaupt sagen kann, einen Hinweis auf diese Diskussion führen müssen. Und als Letztes, wenn wir uns natürlich anschauen, was in dieser Welt passiert, dann gibt es Verfolgung von Minderheiten, da gibt es Verfolgung bis hin zum Tod von Muslimen, wenn ich beispielsweise in den Irak hineinschaue, dass aber das Thema, dass die Christen die größte verfolgte Gruppe in der ganzen Welt sind, mindestens 100 Millionen, dass dazu relativ wenig, um nicht zu sagen fast nichts in diesem Bericht steht, dass keine Hinweise auf Boko Haram beispielsweise in Afrika, das zeigt schon, dass wir in der Diskussion im Ausschuss uns mit diesem Punkt noch mal ausdrücklich befassen müssen. Da reicht der Hinweis auf den Bericht der beiden großen Kirchen, nämlich der evangelischen und katholischen Kirche, und ich füge hinzu, vergessen wurde wahrscheinlich auch der jährliche Bericht von Open Doors zu diesem Thema. Der Hinweis reicht da nicht. Und man fragt sich, ob es da nicht doch notwendig wäre, dass wir dem Beispiel von anderen Staaten folgen, beispielsweise den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Norwegen, die einen Sonderbotschafter für Religionsfreiheit haben. Bisher wurde dies aus der Bundesregierung immer mit dem Hinweis abgelehnt. Wir haben ja einen Menschenrechtsbeauftragten. Aber man sieht deutlich, dass Menschenrechte und Religionsfreiheit unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Und gerade was wir jetzt erleben, dass Religion zu einem dramatischen Thema politischer Auseinandersetzungen wird, bis hin zu Krieg und Frieden, würde ich mir wünschen, dass wir uns mit dieser Frage noch einmal ausführlich beschäftigen. Wir hatten in der letzten Woche eine große Konferenz, internationale Parlamentarierkonferenz, zum Thema Religionsfreiheit. Alle Religionen waren dort vertreten.
mit streckenweise dramatischen Berichten von Abgeordneten, die Minderheiten angehören. Besonders dramatisch war der Bericht einer Kollegin aus Pakistan, die berichtet hat, wie es in diesem Land aussieht. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns auch in den Beratungen des Ausschusses mit dieser Frage noch einmal ausführlich befassen. Zusammenfassend, wir sind dankbar, dass die Bundesregierung diesen Bericht vorgelegt hat. Ich weiß aus vielen Besuchen bei deutschen Botschaften in der ganzen Welt, dass die eine unglaublich gute Information über die konkrete Situation im einzelnen Land haben und uns auch darüber sehr pointiert berichten. Ich würde mir wünschen, dass in einem neuen Bericht darüber mehr zu lesen wäre. Vielen Dank. Gregor Gysi ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke.